Die Stunde der Wahrheit für jedes Dauertestfahrzeug bei Autobild. Die Zerlegung steht an, nach absolvierten 100.000 Kilometern. Ja, wir sind jetzt hier in Köln mit unserem Ford Focus Dauertest. Das Besondere an dem Auto, 1,0 Liter Motor, 3 Zylinder und 100.000 Kilometer hat dieses Auto auch absolviert. Jetzt schauen wir mal, wie diese ganze Technik das verkraftet hat. Das Auto hat sich wunderbar geschlagen. Wir sind von dem kleinen Motor sehr begeistert. Ich hätte nicht gedacht am Anfang des Dauertests, dass ich mit dem 13er so gut leben kann. Aber er ist gut gelaufen, er hat Leistung, er hat Druck, er macht Spaß. Man kommt nicht auf die Idee unbedingt, dass es tatsächlich nur 13er sind. Ich bin mal sehr gespannt, wenn wir da reinschauen, wie der kleine Motor es verkraftet hat. Radlager vorne links. Das müssen wir uns mal nachher die Räder runternehmen, dass wir genau gucken. Vom Fahren, von Geräuschen her, Rechtskurven, starker Einschlag oder was ist das für ein Rappeln da? Erstmal, wo die Rhythmusgruppe wohnt in dem Auto, die man auch schlecht wegen hört. Hier hört sie zum Beispiel. Und bei den Abschirmblechen rund um den Auspuff hier auch. Gut, den ersten Eindruck, den wir jetzt auf der Bühne gekriegt haben vom Fahrzeug, ist, dass wir ein leichtes Schwitzen im hinteren Motorbereich haben. Den müssen wir noch auf den Grund gehen. Das heißt, es wird sich nachher zeigen, wenn wir den Motor ausbauen und eine Teilzerlegung vornehmen. Ansonsten haben wir beginnende Kantenkorrosion an ein paar Achsbauteilen, das aber eher kosmetischer Natur ist. Und wir haben im unteren Bereich eine Abgasanlage, etwa mittig haben wir ein Wärmeableitblech montiert, das irgendwelche Geräusche fabriziert. Auch dem müssen wir erstmal noch genauer auf den Grund gehen. Wir gucken einmal, ob irgendwas nachlackiert wurde in dem Auto, und zum Zweiten gucken wir auch, ob der Lack gleichmäßig über die gesamte Karosserie auftragen ist. Deswegen machen wir das. Damit. Siehst du, was kommt denn da für ein Leopardenfell raus? Eine Seite gefleckt, die andere Seite nicht. Was ist denn das? Hey. So ist es. Bevor er endgültig stirbt, einmal auf die Kiste. Wiedersehen! Wir wollen natürlich wissen, nach 2 Jahren Dauertestzeit, wie viel Klimamittel ist jetzt überhaupt noch drin in der Anlage. Ja, einfach in Abguss schütten ist mit dem Klimamittel natürlich sowieso nicht angesagt, sondern das muss natürlich alles umweltgerecht entsorgt werden. Etwas diffundiert immer, etwas geht immer über Schläuche und Anschlüsse verloren, aber die Anlage soll natürlich möglichst dicht sein. Hier schreibt der Hersteller 540 Gramm Füllmenge vor. Am Absauggerät können wir dann gleich erkennen, wie viel tatsächlich noch drin ist, und dann können wir daraus unsere Rückschlüsse ziehen. Tatsächlich fehlt rund die Hälfte des Klimaanlagenmittels. Nach 2 Jahren Laufzeit sollte das nicht vorkommen. Es ist so, dass wir die Zerlegung natürlich komplett dokumentieren, auch anhand von Fotos. Das hat den Vorteil, dass wir einmal auf Fotos manchmal Dinge sehen, die man so auf den ersten Blick im Realen nicht so gleich sieht. Und zum Zweiten hat es den Vorteil, dass wir nachher im Nachgang nochmal nachgucken können, wie war was montiert, was war wo montiert und so weiter. Oder wenn eine Auffälligkeit da ist, zum Beispiel eine Scheuerstelle, dann kann man dann natürlich nachher im Nachgang sehen, welches Teil hat hier gescheuert. Deswegen machen wir das eigentlich so.
schau einfach mal nach möglichen Geräuschquellen im Auto. Und da haben wir zum Beispiel hier das Bauteile, die sollten eigentlich festsitzen, sitzen aber in ihren mit Kunststoffklipsen so ein bisschen lose. Und das sind natürlich alles so kleine Geräuschquellen, die sich in der Summe dann vielleicht dann doch irgendwie im Fahrzeug mal auswirken können, dass es unangenehm wird. Wir gehen jetzt wieder mit dem Endoskop in die Hohlräume rein, schauen uns an, wie das mit der Konservierung da drin aussieht. Diese ganzen Stellen, die man normalerweise mit bloßem Auge nicht erkennen kann, die aber für die Zukunft des Autos, für die Karosserie schon unglaublich wichtig sind. Wenn es da drin rottet und man kriegt das nicht frühzeitig mit, dann kann das für das Auto das Ende sein. Ich glaube eher nicht, dass wir da drin irgendwas finden. Eigentlich hat Ford in den letzten Jahren zumindest den Korrosionsschutz in den Hohlräumen eigentlich gut im Griff gehabt. Der Hohlraum ist gut geschützt, da ist noch eine ganze Menge Wachs eingetragen. Nicht ganz gleichmäßig, aber das kennen wir auch von anderen Herstellern. Hier ist jedenfalls viel Wachs drin. Die Kanten, die Blechkanten sind gut geschützt. In diesem Innenraum dürfte sich in den nächsten Jahren in Sachen Korrosion nichts abspielen. Das hat schon ein bisschen was Detektivisches an sich, also die ganze Spurensuche. Einmal die ganzen kleinen Details aufzudecken, dann zu analysieren, woher kommt denn diese Spur oder diese Beschädigung oder diese Korrosionsstelle, wie auch immer. Aufgrund dessen, dass wir natürlich auch relativ viele Autos zerlegen, können wir das natürlich auch sehr gut vergleichen. Und wir haben natürlich auch eine gewisse Erfahrung mittlerweile, an welchen Stellen wir genau hingucken müssen, wo unter Umständen irgendwas Auffälliges sein könnte. Zerlegen macht man natürlich nicht jeden Tag. Das ist immer eine besondere Aufgabe, sag ich mal. Aber normalerweise tauscht man nur einzelne Komponenten aus. Mittels Endoskop können wir natürlich die Innenteile von verschiedenen Bauteilen überprüfen. In dem Fall jetzt den Cut bzw. den Monolithen. Wir können feststellen, ob er irgendwelche Beschädigungen oder Risse oder Ausbrüche oder Anschmelzungen hat. Was hier aber nicht der Fall ist. Also der hier ist absolut in Ordnung. Das ist ja auch der Firmensitz hier in Italien. Wir haben jetzt so Zylinderkopf abgenommen, um mal das Innere von dem Herzstück zu sehen. Insbesondere die Kolben und die Laufbuchsen. Das, was wir hier sehen, das lässt uns frohlocken. Ist ja alles wunderbar. Keine Auffälligkeiten, also von dem her scheint es ein gutes Produkt zu sein. Ja, also wenn wir den Motor hier so anschauen, dann kommen wir durchaus mit Dreizylinder-Technik aus, also gibt es nichts einzuwenden. Süßer wie.
Das Zerlegebild ist tatsächlich der krönende Abschluss jedes Dauertests. Für unsere Leser ist es, glaube ich, unverwechselbar Autobild, dass dieses Bild da ist. Es ist natürlich zum einen der Beweis dafür, dass wir das Auto tatsächlich zerlegen bis fast in die letzte Schraube. Zum anderen für unsere Leser natürlich auch mal ein schönes Dokument, wo sie sehen können, was in so einem Auto alles drin ist, wie Technik zum Anfassen aussieht. Montage ist gelaufen, wir haben die Teile penibels angeschaut. Fazit zum Focus: Das ist ein sehr gutes Auto. Besonders spannend war die Geschichte mit dem Dreizylindermotor. 125 PS, Dreizylinder in einer Kompaktklasse, kann das gehen? Am Ende muss man sagen, das ging wunderbar. Der Motor sieht auch nach der Untersuchung top aus. Der Dekra-Sachverständige ist nahezu euphorisch. Was soll man mehr sagen? Das Auto ist eine Empfehlung. Tatsächlich schafft es der Ford Focus auch mit nur drei Pötten zur Endnote 1-. In der neuen Autobild-Dauertest-Rangliste liegt er damit auf Platz 2.